Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Insel der Amazonen Rückkehr nach Warrant mit Entwicklerkommentar. Ich habe mich mal dazu entschlossen, ein Let's Play zu machen zu meiner eigenen Mod. Sie ist noch nicht released, also wundert euch nicht, dass ihr nicht irgendwo einen Download findet. Ich möchte das gerne machen, um euch mal einen kleinen Einblick zu geben und vielleicht auch mal ein paar Sachen klarzustellen, die durch meine Posts im Forum nicht ganz klar wurden. Darum werde ich jetzt einfach mal ein neues Spiel starten und euch meine eigene Spielweise zeigen. Vorweg, das Intro existiert noch nicht als Video. Das heißt also, ich werde euch jetzt erstmal erklären, was ihr darin sehen werdet. Und damit ihr auch später die Story besser verstehen könnt. Also, im Intro ist zu sehen, wie die Amazonen am Lagerfeuer sitzen. Das heißt also, dass ihr da ein paar Ladies sehen werdet, die auch eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte ist nicht wirklich wichtig, weil eure Protagonistin ohnehin nicht zuhört und in einem inneren Monolog versetzt ist, in welchem sie euch erklärt, dass sie eigentlich gar nicht bei dieser Gruppe sein möchte. Später nutzt sie die Gelegenheit, um sich wegzuschleichen und rennt erstmal eine Weile durch einen Wald. Nachdem sie diesen Wald passiert hat, welcher übrigens auf den südlichen Inseln ist, findet sie ein Schiff, das irgendwo angelegt hat. Dieses Schiff hat keinen bestimmten Hafen, sondern hat eine geheime Anlegestelle und wird gerade beladen. Die Protagonistin, die übrigens Adira heißt, geht dorthin, um mit dem Kapitän zu sprechen und versucht ihn zu überreden, sie mitzunehmen. Da dieser aber keine blinden Passagiere mitnimmt, wird sie abgewiesen. Und dementsprechend reagiert sie ein bisschen gereizt. Sie versucht dann, diese Crew zumindest mal zu nutzen, um die Amazonen auszuschalten. Das heißt also, sie stellt sie als Banditen dar. Woraufhin der Kapitän sagt, sollen sie nur kommen, aber der lässt sie dann trotzdem nicht aufs Schiff. Danach schickt er sie weg, weil er genug von ihr hat. Und sie versteckt sich erstmal in einem Felsen in der Nähe. Also hinter einem Felsen in der Nähe. Was dann kommt, ist natürlich ein ganzer Haufen an Damen, die Adira gefolgt sind. Klar, man kann sich ja nicht einfach so von dieser Söldnertruppe wegschleichen. Und welche sich denken, ah, ein Schiff, wir wollten sowieso gerade von hier weg, also schlachten wir die alle mal ab und nehmen ihr Schiff für uns. Genau das passiert dann auch. Da sie gut ausgebildet sind, hat die Crew nicht wirklich eine große Chance. Einer schafft es, sich zu verstecken. Was ihr auch nur in einem kurzen Bildausschnitt seht, wahrscheinlich wird euch das selber nicht auffallen. Und dann geht es auch schon los, dass Tora, die Anführerin, sagt, dass das Schiff jetzt beladen werden soll, sowohl mit ihren eigenen Klamotten als auch mit dem Gefangenen, den sie selber haben. Sie sind nämlich Kopfgeldjäger. Die bringen den aufs Schiff. Adira geht auch aufs Schiff drauf. Und dann hält Tora sie an. Und dort startet die Mod. Ich weiß genau, was du vorhattest. Und es gefällt mir nicht. Du solltest wissen, dass ich Verrat nicht ausstehen kann. Und wenn dir dein Leben lieb ist, tätest du besser daran, ihn zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Was macht dich so sicher, dass ich das Schiff nicht extra für uns kapern wollte? Warum denkst du, ich wollte euch in den Rücken fallen? Ich sehe es in deinen Augen, du denkst nur an dich selbst. Da sind wir doch schon zwei, nicht wahr, Anführerin? Dieses Mal will ich noch nachsichtig sein, weil du neu bist. Aber du solltest in Zukunft aufpassen, was du sagst. Zumindest scheinst du nicht dumm zu sein. Vielleicht sollten wir dich zur Magierin ausbilden. Obwohl, eine weitere Kriegerin könnten wir auch gebrauchen. Nun, du sagst, du kommst aus Warrant, aber kämpfen kannst du noch lange nicht. Also, womit wirst du uns in Zukunft dienen? Mit Magie oder mit Schwertkampf? So, hier steht ihr auch direkt schon vor der ersten Entscheidung, die ihr treffen müsst und die auch das spätere Spiel
ziemlich stark beeinflussen wird, zumindest mal das erste Kapitel. Je nachdem, was ihr auswählt, habt ihr nämlich völlig andere Questverläufe. Es gibt einige, die verlaufen bei beiden gleich, weil es nicht sinnvoll ist, dort zu unterscheiden. Aber bei den restlichen ist es so, dass zum Beispiel auch eine Person auch gar nicht erst mit euch wirklich redet, wenn ihr nicht eine bestimmte Auswahl vorher getroffen habt. Ursprünglich war es nicht so, dass Tora euch angesprochen hat, sondern es war eher so, dass ihr zufällig in eine Gilde reingesortiert wurdet, was ich dann hinterher aber entfernt habe, weil es zu sehr euch beeinflusst. Also ich glaube nicht, dass es ein Spieler mag, wenn er vom Zufall beeinflusst wird und dann 10.000 Mal neu startet, um dann das richtige Ergebnis für sich rauszufinden. Was ich dann noch kürzlich reingemacht habe, ist das hier. Das ist 120 Attributspunkte Selbstparteien. Das heißt also, wenn ihr nicht unbedingt auf Stärke 2 Hand gehen wollt oder wenn ihr ganz viel Mana haben wollt oder wie auch immer, dann könnt ihr das hier einstellen. Das heißt also, ihr könntet auch theoretisch einen Einhandmeister werden und dann eine Magierin werden. Das habe ich eingestellt für Leute, die gerne sich alles ansehen und gerne entscheiden selber, was sie sein möchten. Es ist möglich, auch völlig ohne Werte-Push durchs erste Kapitel zu kommen. Es ist nämlich auch möglich, weiterzukommen, wenn man keine Kämpfe gewinnt. Es ist aber auch möglich, dort mit Tricks zu gewinnen. Weshalb das eigentlich gar nicht mal so schlimm ist, wenn ihr hier ein bisschen was skillt. Es ist auch später im Spielverlauf nicht so wirklich schlimm, weil ihr zum Beispiel euch Begleiter anschaffen könnt, die für euch kämpfen, damit ihr nicht mal selber einen Finger krumm machen müsst. Es ist also im Grunde alles möglich. Was ihr auch machen könnt, ist die 120 Attributspunkte aufsparen. Das heißt also, ihr kriegt die dann als Lernpunkte angerechnet. Aber die meisten nehmen ohnehin eine von den beiden Auswahlen, weil das andere zu kompliziert ist. Deswegen nehme ich auch eine davon. Die meisten lassen sich lustigerweise zur Kriegerin ausbilden. Ich habe da meine Statistik drüber aufgemacht. Irgendwie alle zuerst Krieger und danach erst Magier. Aus diesem Grund nehme ich direkt die Magierin, weil das nämlich auch die Auswahl ist, die die meisten neuen Features beinhaltet und die der Heldin am besten passt. Das heißt, sie meckert da viel weniger. Bei der Kriegerin gibt es aber mehr andere Features, die ich euch zeigen könnte. Zum Beispiel könnt ihr da auch mit Tora zusammen Armbrusttraining machen, sodass sie mit euch mitkommt, Kommentare dazu abgibt, euch zeigt, wie ihr besser damit kämpfen könnt und so weiter. Nun, wie gesagt, Magierin. Also, los geht's. Mit Magie und Intelligenz. Ah, du setzt wohl eher auf deinen Verstand, nicht wahr? Dann lass uns mit deiner Ausbildung beginnen. Gerade eben gehört habt, stimmt. Ist noch nicht die vollständige Sprachausgabe fertig, aber ich bin ja noch in der Alpha. Bester Spruch. Was jetzt passiert ist, ist, Seraphia hat sich über meinen Charakter lustig gemacht, weil die so blöd war, Syra zu beleidigen. Das sieht man auch hier drin. Syra ging ihr die ganze Zeit auf die Nerven mit Besserwisserei. Also, los geht's. Wollen wir sie doch mal in Brand setzen. Beziehungsweise einblitzen. Ich glaube ja nicht, dass du gegen mich eine Chance hast. Ah, das war knapp. Aber ist möglich. Übrigens, da ist nichts zu holen. Nichts zu holen.
So, ein weiteres Feature, was vielleicht auch schon einige gesehen haben. Das Wasserfass. Mein Lieblingsfass. Ich mache das immer. Oh Mann, mein Kopf. Es erinnert mich daran, eine HP-Print-Anzeige reinzumachen, damit ihr wisst, wann ihr voll seid. Naja, was soll's. Du sollst ja nicht gleich tot umfallen. Aber beim nächsten Mal bist du dran. Deine Meinung interessiert mich nicht. Ha, jetzt Turbo. So bitte ihre Meinung nicht zum Mitteilen steuern. Normalerweise steht sie im Steuerrad. Tja. Dann mal auf zum Steuerrad. Schöne Taufe. Ich hatte nicht erwartet, dass du überhaupt so lange auf den Beinen bleibst. Hier hast du etwas Gold für die Show. Sie war sehr unterhaltend. Und damit du uns nicht gleich tot umfällst, gebe ich dir noch das hier. Ich bin nicht auf deine Almosen angewiesen. Almosen also? Da hat wohl jemand ein ziemlich großes Mundwerk. Immerhin haben wir dich gerettet. Das werden wir schon noch früh genug sehen. Nun, ich denke, wir sollten jetzt mit deiner Ausbildung fortfahren. Natalia meint, du wärst im Umgang mit dem Kampfstab mittlerweile gut genug. Darum wirst du dich jetzt den Spruchrollen zuwenden. Hinter ihnen steckt mehr als die bloße Anwendung. Alex wird dir ein paar Takte dazu erzählen. Also pass auf und lerne. Und da ist die kleine Welt. Das war die lächerlichste Vorstellung, die ich je gesehen habe. So, wie viele Vorstellungen hast du denn schon gesehen? Nun, genug, um deine als schlecht bezeichnen zu können. Auf deine Meinung lege ich sowieso keinen Wert. Ja, Yvette, nichts Besseres zu tun, als einen die ganze Zeit zu ärgern. Werdet ihr auch schon selber am eigenen Leib erfahren. Hey, du! Dann wollen wir doch mal zu Alex gehen. Das war ein schönes Spektakel. Ihr beiden habt euch rein gar nichts geschenkt. Tatsächlich? Ja, aber bis jetzt gab es auch noch nicht so viele Kämpfe mit Magie. Kein Wunder, dass schließlich... Apropos, da muss ich dir unbedingt etwas zeigen. Komm mal mit. Die hat eigentlich eine Sprachausgabe, aber naja, irgendwie ist sie sehr leise im Moment. Da muss ich noch nachbearbeiten. Davon abgesehen, dass ich nicht bettle, hört sich das ganz interessant an. Ist es wohl? Ich zeige es dir. Oh nein! Tollpatsch. Nee, Trampel. Ups. Verflucht, das ist die Tinte. Das war das letzte Beste. Dann besorg gefälligst neue. Selbst schuld. Ich werde mich jetzt wieder auf Deck begeben und den Fischen beim Schwimmen zusehen. Du kannst mich doch nicht hängen lassen. Kann ich nicht. Bitte. Vielleicht. Naja. Man sieht schon, Alex ist ein kleiner Trampel. Das mag Adira nicht. Adira hat ihre eigenen Vorlieben, was die Amazon angeht und was nicht. Sie hasst sie im Grunde generell. So, also. Tinte. Tja, hier gibt's keine Tinte. Sieht nur so aus. Allerdings gibt es etwas Bestimmtes hier, nämlich wenn ihr mal nicht weiter wisst, sucht ein Buch. Sieht man auch im letzten Satz hier, ein Nachschlagewerk wäre ideal, eventuell findet sich an Bord dieses Kahns hier ein wenig Lektüre. Man erkennt auch die gehobene Schreibweise. Benutze ich sehr gerne. Also, dann wollen wir doch mal. Lektüre, Buch und noch ein Buch.